Das war Andy Hooks erster Kampf im Thai-Boxen, eine Revanche. Zuerst kämpften die beiden im Karate und jetzt im Thai-Boxen. Andy wechselte zum Thai-Boxen, weil Karate nur in Japan richtig populär ist. Weltweit hat man es nicht vermarkten können. Andys Promotor hat sich sehr stark für Thai-Boxen eingesetzt und hatte den Willen, es weltweit bekannt zu machen und zu vermarkten. Ende 93 fing Andy mit Thai-Boxen an und man hat sofort gesehen, dass er auch dafür ein sehr großes Talent hat. Er war fest entschlossen, auch im Thai-Boxen zu den Weltbesten zu gehören. Wir sehen hier deutlich seine Unerfahrenheit mit der Technik. Hier hapert es noch damit. Sein großes Talent für das Thai-Boxen ist zwar schon zu erkennen, an der nötigen Perfektion fehlt es aber noch. Der Gegner wird mit einem Vorschlag in die Leber getroffen und geht das erste Mal zu Boden. Nach dieser Attacke geht der Gegner zum zweiten Mal zu Boden. Es war für Andy sehr wichtig, diesen Kampf zu gewinnen. So konnte er sich die nötige Selbstsicherheit für das Thai-Boxen erarbeiten. Das hat er dann auch prima geklappt.